Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Marvel's Spider-Man 2. Wir machen ja auch direkt weiter, würde ich sagen, da wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Let's go. Gut, dass du anrufst. Wie geht es dir? Gut. Ich bringe gerade noch ein paar Kisten ins Haus und war vorhin bei Harry. Aber wie geht's dir? Ich habe von der Lizardjagd gehört. Mir geht's super. Connors ist geheilt. Der Anzug funktioniert noch. Und ist offenbar ein sogenannter Symbiont. Oh, und es ist ein Alien. Ist ziemlich irre, oder? Warte, was? Du klingst nicht gerade besorgt. Ich bin etwas besorgt. Ohne ihn hätte ich Connors nicht aufhalten können. Peter, ihr beide habt die halbe Stadt verwüstet. Hast du gesehen, wie das Museum aussieht? Ich bin überrascht, dass niemand getötet wurde. Das bin ich nicht. Du weißt, dass ich ihn irgendwie heilen musste. Hätte ich ihn einfach weiter allein Dinge zerstören lassen sollen? Darum geht es doch. Ich werde heute Nacht hier arbeiten. Ich glaube, ich habe endlich Inspiration für meinen Jonah-sicheren Aufmacher gefunden. Vielleicht ist später schon was fertig, was ich dir zeigen kann. Was ist nur mit dir los? Muss der Stress sein. Ein wenig Zeit allein sollte helfen. In der Zwischenzeit sollten wir sehen, wem wir helfen können. Juri wartet an der verlassenen Klinik auf mich. Gut, also wir haben gerade keine Dingsmission, keine Main-Mission. Heißt, wir machen alles brennt. Doch da ist. Das ist eine Nebenmission, die habe ich schon mal angefangen. Die machen wir dann einfach mal weiter. Da machen wir mal kurz eine Schnellreise. Wirklich die Schnellreisefunktion hier, die ist wirklich krass. Die Geschwindigkeit halt einfach. Man ist innerhalb von 2 Sekunden lädt der wirklich auf das andere Ende der Map. Und das ist wirklich schon sehr krass. Muss man einfach sagen. Dann schauen wir doch mal, was wir hier haben. Ist sie reingegangen? Nein. Soll das funktionieren? Einfach zusammentun wie sonst oder... Da muss er doch. Wie lange verfolgst du die Kerle schon? Ein paar Wochen. Hab Gerüchte über sie gehört. Sie hinterlassen Tote. Und ihnen liegt sehr viel an der Purpurstunde, was auch immer das ist. Der heiße neue Club in Hell's Kitchen? Wow, das ist mir einfach so rausgerutscht. Wer sagt sowas? Ich doch nicht. Spider-Man und Raid können gemeinsam einen doppelten Takedown ausführen. Wenn Kultisten grün markiert sind, können sie gefahrlos ausgeschaltet werden. Links gehört mir. Okay. Das kam unerwartet. Schön. Woran erkennen wir ihren Boss, wenn wir ihn finden? Diese Leute scheinen nicht sonderlich subtil zu sein. Sehen wir uns um. Wer vertraut dir? 10 Mäuse, dass es ihr Boss ist. Ich glaube, die sind noch nicht lange hier. Vielleicht höchstens einen Monat. Na super, da kommen wir irgendwie nicht durch. Hierauf. Wir können hier lang. Ja, wie kommen wir hier durch? Wie hast du dir das vorgestellt? Na super. Sie decken sich wirklich für irgendetwas ein. Die wollten Vorräte aus dem Krankenhaus stehlen. Der Aussteiger, den ich gerettet habe. Wenn er schlau ist, hat er den Stadt längst verlassen. Das finde ich jetzt richtig toll, dass ich hier durchkomme.
Ach, oh mein Gott, ich bin so blöd. Die Kultisten ausschalten und weitergehen? Klingt gut. Also, es ist 1,5 Jahre her seit... Wie ist es dir ergangen? Den Smalltalk kannst du dir sparen. Wir sind zum Arbeiten hier. Das Narrenfeuer. Wieso bist du sicher, es ist Spider-Man? Weil die Flamme sicher ist. Hat er sich jemals geirrt? Wenn du Zweifel hast... Das Narrenfeuer ist da oben! Ah, ja, ja. Das ist kein Smalltalk für mich! Ich hab mich um dich gesorgt! Jetzt bin ich voll da! Stabil! Schöne Sache. Schnell und einfach. Noch keine Spur von ihrem Boss. Gehen wir weiter. Versperrt. Wenn ich sie aufbreche, geht bestimmt ein Alarm los. Funktioniert wohl ohne Schlüssel. Irgendwo hier, dass die sich entriegeln. Neue Rekruten werden nach dem Beitritt wohl in Paare gruppiert. Gut, um alle im Auge zu behalten. Soll das etwas Gutes sein oder etwas Schlechtes? Wie kann irgendwas davon gut aussehen? Hey! Was hältst du davon? Die Tattoos zeigen in der Sekte die Hierarchie an. Sie werden nach dem Beitritt in Paare gruppiert. Moment, ich habe eine Idee. Willst du das der Klasse mitteilen? Sieh nur zu. Aha, die Tür öffnet sich nur, wenn sie das richtige Paar Tattoos erkennt. Ich hab meins. Siehst du jemanden mit einem Hephaistos-Tattoo? Nicht aufwachen. Und nicht das Tattoo, das ich suche. Das ist natürlich keins. Wer sagt's denn? Aller guten Dinge sind zwei. Und hast du irgendwelche Tattoos? Nur das von Spider-Corps Grabstein. Komm schon, Juri, wirklich? Wenn du nochmal abhaust, wird er nicht so gnädig sein. Vertraue der Flamme, denn alles brennt. Denn alles brennt. Hast du das vorher schon mal gehört? Nicht sicher. So, dann wollen wir uns die mal holen. Wir bringen dich hier raus. Die Türsteuerung ist nebenan. Schnell! Wie viele Anhänger sind in dem Gebäude? Ich weiß es nicht. Viele. Das ist ja eine tolle Angabe. Danke. Wir bringen dich schnellstmöglich raus. Bitte. Ich sollte gar nicht hier sein. Wir holen dich irgendwie raus. Wenn die Flamme euch lässt. Wenn das die Anhänger der Flamme sind, geht die Flamme dann da unten hoch. Ich glaube nicht. War das eine Person? Er ist noch würdig. Werft die Zweifel über Bord und feiert den Übergang dieses Punktes. Guten Flamme. Alles okay mit dir? Du klingst! Alles prächtig.
Gut. Siehst du irgendwo die Türsteuerung? Na, ich weiß nicht. Hier laufen die Zellenkabel entlang. Na los! Sehr schön. Wir müssen echt aufhören, uns so zu treffen, Yuri. Sonst glauben die Leute noch, du willst mich töten. Ach, die Flamme. Hätte nie gedacht, dass du noch mal jemanden überlistest, einem deiner Clubs beizutreten. Liebe ist nie eine List. Nichts davon ist Liebe. Ich habe die Hand ausgestreckt, als es niemand sonst tun wollte. Ich wette, du oder das Narrenfeuer hätten das nicht getan. Aber was wäre nötig, damit du mich auch liebst? Verrat mir den Versteck, dann zeige ich's dir. Das Krankenhaus nördlich von Astoria. Bist jederzeit willkommen. Wenn ihr würdig seid. Schon wieder so ein Dicker. Du wusstest die ganze Zeit, wer die Flamme war? Nein! Ich hatte einen Verdacht, aber ich wusste es erst, als ich ihn sah. Mit deiner Klinge hältst du uns nicht auf! Woher kennt ihr zwei euch? Er hatte eine ähnliche Gruppe, als ich ein Kopf war. Ich nahm sie hoch, aber er entkam. Schön weg. Die Flamme ist gar nicht hier. Wir müssen ihn verfolgen. Nachdem wir die Gefangenen befreit haben. Oh, hi! Hey, du! Du warst! Ist dein Treffen mit der Flamme gefallen? Geht doch. So, was los, haben wir hier? Hinter der Tür oben sind noch mehr Anhänger. Ja, die holen wir uns. Warte hier. Wir gucken, dass es sicher ist. Du willst die Tür aufmachen? Wieso nicht? Zuerst. Woher weiß er, wer du bist? Okay, dann komm, lassen wir den Venom raus. Als ich ihn als Polizistin jagte, gefiel sie ihm. Er fand raus, wer ich war, um mir zu sagen, dass ich scheitere. Kein Vergleich hier mehr, Spider-Man. Was weißt du noch über ihn? Seine vorherige Gruppe. Als wir kurz davor waren, ihn zu fangen, sagte er ihnen, dass es Zeit war. Er hat sie umgebracht, damit niemand mit uns redet und sie ließen es zu. Er ist ein Monster. Das ist das erste Mal, dass du ihn gesehen hast, seit er entkommen ist? Ich habe lange versucht, ihn aufzuspüren, aber andere Fälle kamen dazwischen. Ich wusste aber, dass er nicht wach ist. Du bist ein Alter. Und die Anhänger der Flamme? Sind die wie seine alte Gruppe? Die alte Gruppe war klein. Vorsicht. Diese Leute hier. Ich weiß nicht, was größer ist, ihre Anzahl oder ihr Selbstvertrauen. Schöne Sache. Jetzt lass uns die Leute hier rausbringen. Perfekt. Wir brauchen nicht lange zum Krankenhaus. Yuri! Na, gehen wir dann jetzt auch zum Krankenhaus, oder? Das ist die offensichtlichste Falle aller Zeiten! Und ich kenne Trapster. Wir können nicht warten.
Du weißt nicht, wie er ist. Ich weiß, dass es nichts bringt, wenn wir reinstürmen und sterben. Wir brauchen einen Plan. Ich schaue mir die Krankenhausbasis an und checke, dass alles sicher ist. Zufrieden? So, was können wir machen? Okay. Okay, Upgrade. Geht nicht. So. Fertigkeiten. Ja, bei. Ich habe jetzt bei Peter die Venom-Fähigkeiten komplett geupgradet. Das ist auch das Geilste, was es davon gibt eigentlich. Das hier, ja, Wellenmodus heißt ja, ich nenne es ja immer Ultra-Venom-Fähigkeit. Dass die deutlich länger anhält. Das ist natürlich sehr vorteilhaft. Oha! Ja gut, das habe ich, ja, das haben wir hierbei geändert. Nee, hier. Nee. Hier. Ja. Hier. Er kann jetzt unendlich viele Leute jetzt hochheben und nicht nur noch drei. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier. Wobei das nicht so viel bringt. Weil wir nur noch die Venom-Fähigkeiten jetzt haben. Können wir eigentlich switchen? Ja gut, dann machen wir Miles und Peter. So kann man es auch ausdrücken. Oder auch als etwas weniger gestresst. Gut, so haben wir denn jetzt mal wieder eine Main Story. Ja, haben wir. Wache auf. Ich wollte MJ ein bisschen Zeit allein geben. Aber ich bin platt. Ich frage mich, wie ihr Artikel wird. Schon wieder vergessen, die Bettlaken zu waschen. Was ja auch krass ist. Mittlerweile, dass man hier teilweise Leute in den Häusern sieht, die hier, ja, keine Ahnung, er guckt jetzt Fernsehen. Hier, was haben wir hier? Ja, gut, wir haben hier in jedem Fenster haben wir was, also in vielen Fenstern, nicht in allen. Und da sind dann auch Leute, die irgendwas machen. Hey, Yuri. Das ist, ich habe mir das alte Krankenhaus angesehen, in dem die Flamme sein soll. Es ist bewacht, aber nichts, was uns auffällt. Bereit? Ich glaube trotzdem, dass es eine Falle ist. Wir brauchen einen Plan. Klar. Beim Krankenhaus gibt es ein Dach. Wir reden dort. Ja, das werden wir jetzt erstmal nicht machen. Wir fliegen jetzt erstmal nach Hause. Boah, das ist der längste Windkanal, den wir bis jetzt hatten, glaube ich. Kommen wir hier durch irgendeine Prowler-Basis durch. Schön nochmal nach oben. Perfekt. Und hier auch nochmal hoch. Ah, in den Cutscenes haben wir dann immer noch den Venom-Anzug. Das ist die Story, von der ich dir erzählt habe. Ich hätte gerne deine... Sieht toll aus, MJ. Ich werde sie dann lesen. Warte. Du hast den Anzug noch? Ich dachte, Connors hilft dir raus. Was ist mit Harry? Sorry, hat das Zeit bis morgen? Ich bin so müde vom Eidechsenring. Oh
Oh, oh. Oh nein. Ich denke, ich weiß, was passiert. Gar nicht so viele. Och nee, jetzt wieder mit MJ. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, weil Peter schläft, dass Venom jetzt komplett übernimmt. Hätte ich jetzt gedacht. Durch die Fenster kann ich nicht raus. Ich muss nach unten. Wo bist du, Peter? Sorry. Weg mit dir. Hier wohnt anscheinend. Kümmere mich. Bam, weg damit. Ich würde sie bewachen, Vorder- und Hintereingang. Vielleicht kann ich durch den Keller entkommen. Dann halt durch den Keller, wenn du das unbedingt wieder willst. Bitte nicht quietschen. Willst du jetzt raus? Hier oder was? Was haben wir denn hier? Netzschießer. Perfekt. Okay. Ernsthaft jetzt? Hey! Stopp! Hat die Waffe geupgradet. Schick das zweite Team. Sie sollen das Ganze ausziehen. Sie werden jede Sekunde hier sein. Ich muss schnell weg. Ich glaube, Venom übernimmt. Ich muss an den Jägern vorbei, wenn ich zu Pete will. Er ist die nächste Straße lang. Ihr drei, bereichen sichern, falls er zurückkommt. Wenn ich Pete nicht vor ihnen finde. Wenn jemand neugierig wird, einfach umlegen. Können wir die Spinne heute. Nichts wird uns aufhalten. Oh. Dich. Da siehst du nichts mehr, wa? Weg. Ja, du bist schon eingesponnen. Haben wir hier noch einen? Peter ist in Richtung der nächsten Straße. Vielleicht komme ich durch. Wer hat Joff 2 erwischt? Wissen wir nicht. Bleibt genug. Wir können da durchschießen, interessant. Wie komme ich denn jetzt zu denen dahin? Thank you.
Was bildest du dir ein? Strong Peter. Er ist unterwegs zur Baustelle. Das denn jetzt? Klebt doch da fest. Geht es da vorne auf dieser neuen Baustelle? So, vorsichtig. Klebst da dran. Ja, wow, wenn ich gerade in der Animation bin, kann ich wohl schlecht ausweichen und abhauen, ne? Boah, wie sinnig wieder. Ich kann nicht ausweichen mit MJ. Das ist natürlich super. Bin ihn doch ein. Oh Gott. Nicht mehr so tough, was? Ey, das gibt's doch nicht. Also das ist ja wirklich krass. Geht es da vorne auf dieser neuen Baustelle? Mein Gott, da passe ich doch durch. Aufgepasst. Die Spinne ist nicht allein. Ach, danke. Danke. Sache. Je mehr schief geht, desto ab. Ja, von da hinten wieder, danke. Das ist doch krass, also. Jedes Mal sieht mich einer, ne? Das ist wirklich. Geht es da vorne auf dieser neuen Baustelle?
hier. Der ist der Einzige, der mich gesehen hat. Ja, cool, danke. Ja, von hinten kommt auf einmal einer, da war keiner mehr, aber ist okay. Ist okay. Ein bisschen vorsichtiger noch. Schön. Ja. Doch nicht so vorsichtig. Aber wer ist er da hinten jetzt? Komm her. Der war immer hier, kam immer von hinten an. So, weg mit ihm. Weg. Ach, so ein Scheißviech. So. Gehen jetzt einmal hier unten rum. Ich glaube, Pete ist da lang. Vielleicht sollten wir für Lärm sorgen. Hey. Egal. Na komm. Da ist Pete. Alle anderen bleiben auf ihrer Position. Wie komme ich zu dem Haus? Meine Jäger. Die ganze Nacht lang. Komm her. Hat diese Frau mich verfolgt, während ihr die Spiele Ach, das gibt's doch nicht. Wie komme ich zu dem Haus? Wartet, ich untersuche. Meine Jäger. Die ganze Nacht lang hat diese Frau euch verfolgt, während ihr die Spinne gesucht habt. Wenn ihr ihn findet, ist sie garantiert in der Nähe. Bringt alle beide zu mir. So, weg. War hier oben nicht einer? Ja. Weg. Perfekt. Ja, aber wir sollten immer das Haus im Auge haben. Sehr schön. Verlassener Jäger! Ich hab was gehört. Hab dich losgewinnt. Komm weg mit dir. Komm, guck da. Wo ist der hin? Das Fenster. Komm. Schnell weg hier. Ich bin spät dran. Was ist mit Pete los? Er ist nicht er selbst. Ich glaube, es hat etwas mit dem Anzug zu tun. Es ist ein sogenannter Symbiont und ein Alien. Was? Also, er trägt ein Alien? Hilf ihm einfach, Miles. Bitte. Schon dabei, MJ. Bin dran. Ah!
Jetzt bei Miles auch. Jetzt bei Miles auch dieser, ja, in einer Art Black Panther Anzug. Er hat einen Gullideckel auf mich geworfen. Auf dich? Bist du sicher? Ziemlich sicher. Er hat vor dem Creedboro-Tunnel angehalten. Da sind überall Jäger. Ich bin dahin unterwegs. Lass die Jäger ihn nicht wieder davonjagen. Geht klar. Planänderung. Schlechte Idee. Ich weiß nicht, ob... Jetzt, Miles! Oh Mann! Schlechte Idee. Peter. Ganz bestimmt. Ja, da räumen wir mal hier.
Außen weiter auf. Wie sieht's aus, MJ? Wie läuft es da drin? Ich hab Peter, aber der Schnee. Ist das gut? Ich hab keine. Ich versuche ihn zu wecken. Kannst du die Jäger noch etwas länger aufhalten? Ich versuch's. Na klar, ist doch kein Problem, MJ. Hast du geschossen? Das machst du nicht nochmal. Also, wir machen hier ziemlich viel Lärm. Bald wird die Polizei hier sein. Ich wollte euch nur sagen, dass ihr gleich vor Publikum verlieren werdet. Wow. Ach so, das hat gereicht, oder was? Ah, ne, war nicht mal ein Takedown. Na, danke. Mein Gott, nun geh doch mal down. Reicht doch jetzt auch mal irgendwann. Spider-Man! Oh nein. Der Kran antwortet nicht! Das ist natürlich jetzt genau. Wehtun. Ich glaube, das wird ihm nicht so wehtun. Ich wollte dir nicht wehtun!
kann nicht nach hinten gucken. Was ist das? Dir läuft's besser als bei mir, Miles. Ich glaube eher nicht. Wir haben den Tunnel abgesucht. Er ist weg. Vorerst. Aber er wird bald zu mir kommen. Das ist jetzt nur meine Nummer. Okay, der Stein. Wo ist er jetzt? Ich gehe mal davon. Ich glaube, er weiß überhaupt nicht, was abgegangen ist, seit er eingeschlafen ist. Alles klar. Dann werden wir an dieser Stelle das Video auch einmal beenden. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne mal ein Like und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Wieso? Und dann würde ich sagen, machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Bis dahin. Ciao.